Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der NF Marsch am Montag. Ja, ich sag mal, ne, trotzdem danke. Ich weiß es zwar bis jetzt eigentlich immer noch nicht, weil ich muss jetzt leider ein bisschen vorproduzieren. Ich habe es tatsächlich versäumt. Jetzt in der letzten Woche euch noch mal mitzuteilen. Ich habe in der Woche einen Zahnarzttermin. Am Mittwoch ist der, glaube ich, sogar. Also am 3. Und da kriege ich zwei Zähne raus. Und das wird denn höchstwahrscheinlich mit dem Aufnehmen nichts. Darum habe ich mich jetzt, ich habe das, ehrlich gesagt, ich habe es völlig vergessen. Jetzt nicht den Termin, aber ich sag mal, das mit dem Aufnehmen. Es fiel mir jetzt tatsächlich jetzt noch so ein. Also ich bin jetzt aktuell hier am Sonntag, den 30. Den 30.06. noch. Noch sind wir noch jetzt hier fleißig zugange. Ob ich tatsächlich bis Sonntag alle Folgen aufnehme, kann ich euch jetzt hier aktuell, glaube ich, gar nicht sagen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, weil wir haben es jetzt mittlerweile abends jetzt, was ist denn jetzt, 18:45 Uhr, ja, so um den Dreh. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste jetzt 7 Folgen Marsch aufnehmen und dann noch 5 Folgen die Südhermann. Also so 3 Stunden bin ich schon mal hierbei. Und die Südhermann sind auch so, ne? Um die 2,5 Stunden. Ja, das wird schwierig. Es wird wirklich schwierig. Also überlege ich jetzt gerade, wo gehe ich jetzt mit dir hin? Brauche ich dich jetzt nochmal? Ich meine, ich brauche dich nochmal, ne? Darum, falls es wirklich jetzt, ja, vielleicht jetzt, ne, Samstag, Sonntag keine Folge kommen sollte, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, verzeiht's mir denn bitte. Da kann der theoretisch eigentlich auch noch mal hin, ne? Ja, wir gucken noch mal, ist das nicht? Er ist zwar jetzt, ja. Stimmt, da ist jetzt noch einer mit dem Ladewagen zugange. Er ist zwar jetzt gerade nicht da, aber. Nee. Ah ja, stimmt, ich habe den Fan jetzt noch mal ein bisschen gepimpt. In der letzten Folge, habt ihr ja noch gesehen, habe ich ja noch das Güllefass gekauft. Und den Fendt haben wir jetzt auch nochmal gepimpt. Jetzt ist jetzt ein 939. Er hat jetzt 385 PS. Ist jetzt auch aktuell das Güllefass hinter. Und wenn wir da gerade mal sind, können wir nochmal reinspringen. Weil der fährt jetzt nämlich wieder hin zum Feld. Aktuell hat er jetzt den Kuhstall 1, wo er sich jetzt die Gülle holt. Achso, er fährt hier. Okay, alles klar. Okay. Also der kriegt das wohl hin. Man kann echt froh sein, dass ich doch ein etwas größeres Fass geholt habe. Weil doch tatsächlich. Hälfte will ich nicht mal sagen. Ich weiß nicht, wenn wir das jetzt, wir sind da angefangen. Wenn jetzt die Bäume endlich weg wären, dann kann ich euch das auch eben zeigen. Da hinten, da war schon Ende. Und ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht mal die Hälfte. Darum lassen wir die mal machen.
Da war er fertig mit dem Kalken. Das müsste. Ach stimmt, das ist der 1050er, genau. Der holt da ja das Gras weg. Richtig. Und dann sind die hier noch zugange. Da am Roden, da steht noch der Abfahrer, genau. Also den haben wir ja eigentlich alles wieder. Ja, haben wir eigentlich alles, ne? Ja, du machst da weiter. Dann füllen wir dich noch mal eben einmal auf. Wäre natürlich jetzt noch ein schönes, wenn ich jetzt vielleicht sogar noch zwischendrin, wo ich denn vielleicht auch zu Hause bin, dann. Weil wenn ich jetzt, ne, ein paar Zähne rauskriege, weil die kriege ich auf einmal raus. Da ist meine Zahnärztin, ist da ganz schmerzfrei. Und ja, will man wahrscheinlich erstmal nicht großartig reden können. Denke ich. Aber vielleicht kriege ich das ja noch hin, dass ich denn das vielleicht schon. Ich muss eben gucken, ob ich das denn, wenn es denn Freitag wieder halbwegs gehen sollte, dass ich mir meine Komponenten vielleicht schon holen kann. Mal gucken. Wo fahre ich denn jetzt eigentlich hin? Wo ist denn jetzt eigentlich wo? Ah, ne, stimmt, das ist richtig. Ja, man merkt es dem JCB auch an, der, wenn er voll ist, der Kalk oder der Streuer an sich, der muss ein bisschen ziehen. So. Weil ich hoffe, das wird, ne, funktionieren, was ich jetzt hier gleich vorhabe. Ich würde jetzt gerne doch einen Helfer hier ansetzen. Ich werde ihn wahrscheinlich aber auch. Ja, ich glaube, ich werde ihm auch noch einen Kurs mitgeben, dass er hier, ne, sich selber auftanken kann. Aber der wird noch ein bisschen fahren da, ne? So. Ah, okay. Lassen wir das mal zweimal oder so, ne? Ja, lassen wir das mal so stehen. Ne? Wolltest du nicht? Ich weiß nicht, warum ich den Kurs vom Ruder jetzt sehe. Ich habe auch den Tiger 6 jetzt. Wieso habe ich den? Hä? Kursgerade einstellen für den Tiger 6? Hä? Wieso Tiger 6? Hallo? Ich sitze im JCB. Wenn da ein Kurs drin ist, ne?
Jetzt haben wir auch, ne, die wieder oben stehen. Oh. So. Nein, 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 nein. Einmal zu früh drauf gedrückt, ne? Das finde ich ein bisschen ätzend. Das weiß ich nicht. Das, da musst du echt hier wirklich ein Stückchen weiter fahren, noch ein Stückchen weiter fahren, dass er nicht in die zweite Bahn gleich abdreht, ne? Also ist ein bisschen nervig. Gut, ach ja, hier könnten, oder? Oh, wenn man das da unten natürlich so sieht. Da ist schon ziemlich viel rot, ne? Also. Ja, das habe ich mir gedacht, dass er stehen bleibt. Ist aber auch nicht schlimm, dann machen wir das jetzt so. Das war so und das war so, genau. Gut, dann kannst du weitermachen. Ich kann auch nicht sehen, wie viele Bahnen hier noch liegen. Wie viel der da noch einsammeln muss. 1, 2, 3. Hm. 3 Bahnen hat er da noch? Ja gut, wird schon gehen. Ja. Läuft, ne? Okay. So, das läuft auch. Er füllt hier wieder auf. Ist auch nicht schlecht. Er füllt auf ohne Motor. Ist auch gut, ja. Na gut, was brauchen wir denn jetzt so für unsere Geschichten hier? Also zum hier Saatgut herstellen und sowas, da brauchen wir beides, ne? Oh, Silage ist leer. Hm. Gut, haben wir schon mal was auf dem Zettel. Hm, Weizen, Gerste, Soja, also im Endeffekt die Palette kann man eigentlich ansehen. Zucker, wenn wir jetzt sind wir am Ernten. Das läuft ja. Hm. Ja gut, müssen wir gleich nochmal einmal hier Silage reinfüllen. Ja. Hm.
gucken, ob wir hier. Nehmen wir den hier. Nee. So. Es ist so wieder so eine Frage, welche ist jetzt welche? Gut, das ist schon mal die richtige. Ne, ist eigentlich nicht die richtige, aber gut, ist jetzt eigentlich auch egal. Dann machen wir hier Sojabohnen. Das kannst du jetzt eigentlich die Kondor, aber die. Ja, ne, ist ja nicht in die Kondor, ne? Wie heißt die denn noch? Ne, die Amazone. Ah, ich glaube, das schafft der MF nicht. Der ist ja, glaube ich, ein bisschen zu klein für. Gut. Ist ja schon mal was reingekommen. So, aber ich sehe gerade auf der Uhr, wir haben es für die Folge auch schon wieder geschafft. Dann würde ich sagen, war es halt erstmal an der Stelle. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zugucken und gerne morgen wieder reingucken. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.